Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen React hier auf PeteSpeed TV mit einem aus dem Team PeteSpeed. Heute schauen wir uns an Tennis, The Greatest Showman Mansoor Bahrami. Hat er nie gehört. Funny Moments. Ja, das ist ein iranischer Tennisspieler, der ist jetzt was älter und der macht immer so, so Showmatches. Mhm. Und die sind ganz lustig. Gucken wir mal. Da, das ist er. Das ist er, das ist Mansoor. Gazelle. Kann das sein, dass er schon ein bisschen älter ist? Ja, ja. Wow. Was? Das ist Boris Becker. Oh mein Gott. Aber das ist ein bisschen versucht, den Schiri zu beeinflussen. Ja, der geht voll auf den Schiri drauf, what the fuck? Ja, ich glaub. Was macht ihr jetzt? Ist das nicht ein serious Match? Nee. Nein, das ist alles so serious. Der macht, ich hatte mir das vorher durchgelesen, der macht so ganz viele Charity-Sachen und so. Ja, ja. Mega cool. Das ist ein Wimbledon-Doppelfinale. Ja, ich wollte auch gerade sagen, hat er gerade einen Stinkefinger gezeigt, der Ja, sah so aus, ne? Ja. Alter Schwede. Und der andere auch. Ja, gut. Yo. Erzähl das als. Würde ich das als Schlagzeug? Nee, nein, darfst du nicht länger als so lange haben. Hat ihn noch. Hey. Hat er noch gekriegt. Oh. War einfach zu schlecht. Mega cool. Was ist das für ein nicer Dude? Ich habe noch nie von dem gehört. Die Aufschläge sind geil. What? Ace. Ich glaube, da kannst du ganz gut mit dem Schläger umgehen. Ja. Ja, die Leute auch predicted, sag ich mal. Predicted. Der war bestimmt damals voll der schlechte Spieler, oder? Der hat da bestimmt gar nichts gerissen. Der Davis Cup Team. Mansoor Bahrami. Ja, komm, zeig mal her, was kann sie in die Weltrangliste so? Da wird der ja nicht mehr drauf sein. Ja, der dürfte so ein bisschen alt sein. 2003 hat er aufgehört zu spielen. Ja, 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 aber der hat ja auch mal. Höchste Platzierung war 192. Mein. Besser als ich. Ja. Alter, ich denke mal, Heiner Brand spielt da. Was? Ja, jo, ja, den Aufschlag hat er eben schon. Hat er zwischendurch einfach einen zweiten Ball? Ja, nachdem der weg war. Der Ball, dann nehmen wir einfach nochmal weiter spielen. Ja, nice, ey.
geile Schläge. Jo, wo ist der Ball? Ich kann den Ball nicht erkennen. Ja. Da rechts. Da. No one's hit the racket yet. Well, that's very interesting. Nee, ich habe maximale Qualität eingestellt. Ja, die Aufnahmen sind halt 30 Jahre alt. 20. Das ist gar nicht so. Die Stühle haben die anscheinend öfter gemacht. Okay. Das ist halt echt total bescheuert. Yay! Yeah. Wow! Der erinnert mich voll an Ric Flair. Was? Was? Nein, er hat überhaupt keinen Bart. Wer hatte denn diesen Bart? Hulk Hogan oder wen meinst du? Hulk Hogan, ihr Hogan! Ja, auf jeden Fall. Ist so braun gebrannt. Der alte Rassist. Nee. Ric Flair. Ohne Scheiß. Der ehemalige... Dieser blinde Schlag, das ist sein Ding auch so, ne? Mm. Also blind quasi über die Schulter. Wenn du dir so ein High-Class-Finale anguckst, haben die auch solche Schläge drauf. Ja, die sind krank. Du kannst halt die teilweise auch als Gegner. Das sieht so... Also wenn du richtig so ein richtig geiles Top-Top-Top-Tennis-Match hast, gucke ich mir auch sogar gerne an. Ja. Ja, ich habe lieber die Top-Top-Top-Top-Tennis-Match. Ja... Die Triple Top Top. Die da teilweise noch an die Bälle rankommen, ist einfach abgefahren. Yeah. Sieht man das eigentlich als Unsportlichkeit an, so einen Move? Oder, was für ein also würde man nee, also sowas glaub, auch wenn er den Ball wegwirft, glaube ich schon. Ich glaube, in einem normalen Match jemanden, der gut ist und den Ball erwartet, ich weiß nicht, ob der dann nicht zu lasch geschossen wäre und der eh rankommen würde. Ja, okay. Rückschuss kannst du, glaube ich, machen. Ja, du musst ja. Super risky, ist ja wie beim Fußball auch. Ich weiß nicht, ob du den dürftest, so ein Aufschlag. Nee, so nicht. Hä? Der Balljunge wollte den Ball schon. Oh mein Gott, ey, die armen Balljungen da. Die Mädels. Immer erschreckt. Ja, sans égal. Jo, die Raupe. Was soll der mal auf Asche mit seinen weißen Klamotten machen? Die spielen, glaube ich, schon lange nicht mehr auf Asche, oder? Was? Oh, klar. Alter. Nadal ist der Aschemeister. Richtig. Ah, okay. Ja, das ist verfolgt. Tanz, ich weiß nicht, ob ich jemals schon mal ein Tennismatch gesehen habe. Mega also so geil. In voller Länge, meine ich. Ausschnitte klar, aber... So früher, ich weiß noch früher, so Boris Becker, wo die dann die Matches wie, ja, wir setzen das Match am nächsten Tag fort. So reicht jetzt auch nach 6 Stunden. Wirklich? Ja, das gab's schon. Öfter. Ist der auch was älter gewesen so? Ja, der ist halt von 56, ne? Krass. Jo. Peter, zur Info. Also in Wimbledon 2010, John Isner gegen Nicolas Mahut. Match begann am 22. Juni und zog sich über 3 Tage hin. Mit einer Länge von insgesamt 11 Stunden und 5 Minuten reiner Spielzeit ist es die abstandlängste ohne Begegnung. Regen? Das Endergebnis lautete 6-4, 3-6, 6-7, 7-9, 7-6, 7-3 und 70-68 dann im Tiebreak. Boah, was Tiebreak. Für Isner. 70-68 im Tiebreak.
Aber stell dir mal vor, du verlierst so ein Match, ne? Du drei Tage ackerst du dir ja ein. Hast du auch Sportgeschichte geschrieben. Ich wollte gerade sagen, danach bist du eine Legende. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, brauchst du beim Tiebreak, glaube ich, 6 Punkte und mindestens 2 Punkte Vorsprung. Ja, ja. Das heißt, okay. Deswegen bis 70, 80. Das war dann immer hin und her, um Gottes Willen. Alter. Gut. Ja, aber guck mal, wo weiter diese Slow-Mo-Reaction macht. Ich find's geil, wie der da teilweise halt auch einfach mitspielt, wenn er mit so einem Quatsch anfängt. Ja. Das wird wahrscheinlich abgesprochen sein. Ja, trotzdem voll cool. Also ansonsten, wie hieß denn der früher? Devin? Oh, nee. Wie hieß der Typ, der sich immer so mega aufgeregt hat? Ich glaube, der hätte Serious gespielt. I think they feel a bit like that. Ne, McEnroe! Ist der nicht sogar dabei gerade? Oder McEnroe. Genau. Ist der das Alter von ihm? Der Typ ist cool. No! Also, jeder beim Doppel darfst du auch auf die linke und rechte nicht. Das ist doch hier, Bro. Ja. Ach, der Retro. Ja, wie der den Schiebel angegangen ist. Watch the mustache. Drei gegen ein? Achso. Hey! Achso, wow. Der Mann, ey. Oh, Maxo! Wir müssen die Beine schon raus. I like to see them laugh. I like to see them have good time. Entertaining people for me is the main thing. Alter, Junge, ey, kommt direkt die krasse Techno-Wucke, die mir die Ohren wegballert. Okay. Ja. Das war lustig. Das war The Greatest Showman Mansoor Bahrami. Schön. Vielen lieben Dank fürs Ganz Zuschauen. Ganz großes Tennis. Ja. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss.